Hallo und herzlich willkommen zurück zu Terraria. Wir haben etwas gefunden, es nennt sich Meteorit. Und hier sind ganz viele Gegner. Und das ist der ist relativ klein, ne? Schade. Aber wir werden den natürlich trotzdem abbauen. Guck mal, ob du nicht noch einen zweiten findest. Also, Oh, der macht ja mega viel Schaden, wenn man darauf steht. Ja. Wie macht man nochmal den Obsidian-Skull? Mit Obsidian. Ah, haben wir noch nicht, ne? Nee, könnten wir aber schon abbauen. Wir müssen nur jetzt mal langsam in die Hölle reingehen. Ja. Wollen wir den Flame Ring machen oder ist er unnötig? Ich finde den eigentlich überflüssig. Den was? Den Bumerang zu einem Flame Ring machen. Finde ich eigentlich überflüssig. Nee, brauchen wir nicht. Ich hole mal hier die kleinen Stücke aus dem Boden schon mal. Dann habe ich auch schon mal ein bisschen Dirt, was wir dann benutzen können. So, wir bauen den hier mal eben ab und wir sehen uns dann gleich. So, hallo und herzlich willkommen zurück. Wir haben jetzt den Meteoriten abgebaut und heute ist unser Plan, in den Dschungel zu gehen. Wir waren hier schon mal drinne, aber da haben wir es nicht so weit geschafft. Aber jetzt sind wir etwas besser ausgerüstet, obwohl wir immer noch am liebsten etwas mehr Leben hätten, aber passt schon. Läuft, wir haben gute Rüstung. Ja, wir haben auf jeden Fall bessere Rüstung. Der braucht schon Leben. Oh, Fallschaden. Habe ich gerade Schaden bekommen? Ach ne, das war deine Schadensanzeige. Ich habe mich schon gewundert. Ja. Wie geht das überhaupt? Ich vergesse mal, dass ich Cloud in der Botte habe. Nee, das wird jetzt die erster Kampf. Oh, bam. Okay. Ich muss die ganzen Sting-Dinger bekommen. Aber trotzdem nicht fertig, oh, wie viel hast du? 180, dann nimm du das mal. Jo, ich nehm den mal. Muss auch mal einen Trank nehmen. So, ich glaube, sehr viel weiter als hier sind wir letztes Mal gar nicht gekommen. Nee, hier sind wir nicht. Hier waren wir. Das war die Grenze. Geh mal eben kurz hier runter. Oh, Dr. Bones ist hier. Drop deinen Hut. Wer ist das? Der hat 500 Leben. Ja, den habe ich eben letztes Mal schon gehabt und der hat mich gestorben. Ha, ich habe seinen Hut. Wer ist das? Wer ist das überhaupt? Keine Ahnung. Das ist eine Kiste, mach die Kiste auf. Ist das für eine Kiste? Flipper. Ist das in der Water Walking Shoes drin? Was? Flipper. Das ist die. Warte mal. Hast du die abgebaut? Hier, ich kann jetzt schwimmen. Aber du hast die Schwimmplatten bekommen. Nice. Ich hab das zuerst gar nicht als Kiste erkannt, dann, so richtig. Dann müssen wir das gleich machen. Dann musst du gleich unbedingt. Da müssen wir hin nach da unten. Dann musst du gleich unbedingt ans Meer gehen, da gibt's noch eine Kiste drin, an die ich nicht rangekommen bin, weil ich schwimmen konnte. Jo. Wir müssen hier lang, weil hier war auch noch der eine Herzcontainer, ne? Hat ihr uns nicht gesehen? Oh, du geh mal ab, ich hab keinen Hammer mehr. Mach mal mit der Spitzhacke, bitte. Wir sind gut. Dankeschön. Ach du Scheiße, hier war so ein Stein, der hat mich fast mitgenommen. Der hat mich irgendwie gar nicht getötet, komischerweise. Wir machen auch eigentlich nur ganz viel Schaden. Vielleicht nur, wenn sie fallen, der ist gerollt. Warte, wir müssen. Oh, das Gold da oben wollen wir noch haben. Ich wollte noch nach rechts gehen, da gab es noch was Interessantes. Da gab es noch diese leuchtenden Pflanzen. Man für alles braucht. Ja, die kriegen. Die kommen auch später noch. Das ist jetzt nicht so wichtig. Oh. Oh, ich bin ja nicht aufgefallen, oder?
Ah, wir sind ein bisschen still, man muss sich ein bisschen konzentrieren hier. Achso, ja, ich geh da mal eben hier die Pflanzen eben abbauen. Mit der Spitze, da kann man ja schnell buddeln. Ja. Schade ja nicht, alles zu haben. Junge, spawnt denn schon was. Können wir das Dschungelschwert auch verpassen? Oder die Discos? Sind das Bienen? Ne, das sind keine Bienen. Ich habe gar keine Fackeln mehr, fällt mir dabei gerade so auf. Beim Leuchtstab werfen. Ich hab noch voll viele. Da ist eine Truhe, glaub da ist eine Truhe, komm mal her. Oh. Da unten rechts, nach rechts. Ich zeig gleich da. Das ist eine ziemlich gute Truhe, glaube ich. Oh. Oh, da ist sogar links, da ist noch eine. Okay. Pass auf. Guck mal, was da alles rechts ist. Ja, ich sehe das. Ah, wir können da an die Truhe ranbuddeln. Wir können einfach. Okay, komm, wir kommen her. Wir buddeln an die Truhe ran. Ja, wir müssen wieder zusammenbuddeln. Ah, sehr. Ja. Sehr präzise. Okay, gießen wir gleich mit dem Zauberstab da rein. Ne, warte. So. Das hier noch weg. Noch rein. Noch eins weg. Machen wir noch eins weg nach unten. Ich hab alles gelootet. Engt wird auch gewinnt. Ich hab alles gelootet. Warte. Ich zeig's dir gleich. Ich geb's dir gleich rüber. B2 hab ich bekommen. Was hast du bekommen? B2. Das. Immunity to Poison. Ich hab schon auch, ich hab auch schon zwei Vines. Ich glaube B2A, das wird so von diesen Dingern gedroppt. Ja, das wird von den Dingern gedroppt. Ich hab aus der Kiste hier das hier bekommen. Ne, das war Increase Movement Speed. Ja, das kannst du aber haben, weil ich hab schon was, das Movement Speed bei mir increased. Gib mal rüber. Hab ich das gehabt? Ne, ich brauch das eigentlich auch nicht. Ich hab auch zu viel. Ich hab alles voll. Ich beweg mich aber schneller als du. Okay. Ja, ich weiß. Ich hab noch was anderes dafür. Ich nehme dann das, was in der nächsten Kiste ist. Ich geh einfach in die Truhe rein. Hole mich auch hier von oben wieder ran. Ich würde eben noch die ganzen Hornissen fällen. Ach du Schande. Hier ist ein Herzcontainer. Und ich bin gleich tot. Hast gestorben. Kommt ein Herzcontainer ja gerade richtig. Ball of Hurt ist cooler, als ich ihn in Erinnerung habe. Wer? Dieser Ball of Hurt. Ich hab gleich die andere Kiste. Ja, mach du mal die andere Kiste, ich hol den Herzcontainer. Stuff of Regrowth. Unten, Looking. Eye of Trutulo Beschwörding. Das ist gut. Gold. So, Kiste wird mitgenommen. Soll ich mal wieder zu dir kommen? Da komm mal rüber, hier liegt noch ein bisschen Gold. Wo wollen wir denn jetzt, in welche Richtung? Wir können nach unten, Leute. Eichenschleim. Ich nehme den nächsten Herzcontainer. Ich nehme den nächsten Herzcontainer einfach. Jo.
Ach du Scheiße. Worum geht's? Ich sehe überhaupt nichts und hier sind überall Mobs anscheinend. Ja, du bist von dem Dingsmonster getarkt worden. Da liegt noch was? Dann sag mir. So, die Sporen nehme ich auch nochmal mit. Geht auf jeden Fall schon besser als letztes Mal hier. Aber ich bin gleich tot. Das ist das Problem. Fällt mir gerade so auf. Ich werde ein bisschen zurück, ich töte immer so schnell. Wir haben wieder ein bisschen Bild, ne? Das auch irgendwas. Da rechts ist irgendwas komisches. Siehst du das? Ja. Das ist ein Bee, das sind Bienen. Da gibt's mal einen Endgegner, die Bienen sind da. Wollen wir uns hier einfach mal reingraben? Meinst du die Ja, aber da kommt ein Gegner, da kommt so ein Endgegner, so ein Boss. Wenn wir da so ein bestimmtes Ding drin zerstören, so eine Honigkasten. Der ist gar nicht so schlecht. Können wir noch gar nicht machen. Okay, das merken wir uns aber, wenn das Bienen sind, dann wird das gut. Oh! Ich sehe was Schönes. Das erblicken meine Augen da. Eine neue Kiste. Und ich nehme auch dieses Dämonite noch mit. Mach mal erst die Viecher hier alle kaputt. Gleich dabei. Okay. Komm raus. Ich weiß noch nicht, was es ist. Erklär mir das gleich mal. Achso, das habe ich auch gerade schon gehabt. Oh Mann. Ich bin hier ganz blöd. Ich bin tot. Ach, ja, das ist ein super Zauberstab. Ja, der vorher teilt. Oh, Scheiße. Entschuldigung. Das macht nichts. Ich habe auch ehrlich gesagt erstmal genug vom Dschungel. Lass mal in Dungeon gehen. Komm dann gleich hinterher. Wir machen mal eben Cut und dann sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. Ist alles da rein, hier Meteoritenbau und sowas? Hallo. Wir haben uns Schwerter gebaut aus den Meteoriten. Ja, ich pack das mal eben in die Kiste alles. Wieder zurück. So. Ich habe ein blaues, er hat ein weißes oder andersrum. Müssen wir entscheiden. Das Weiße hat leider minus 20 Speed bekommen, nicht so toll. Auf jeden Fall werden wir wahrscheinlich jetzt noch zum Dungeon rüberlaufen, ne? Ja. Ja, das werden wir machen. Und wenn wir da sind, dann wisst ihr, was passiert. So, wir waren gerade beim Dungeon und haben uns da ein bisschen vorbereitet. Ihr seht aber, die Nacht ist fast zu Ende. Jetzt wollen wir noch eben hier in den Ozean jumpen. Und das werde ich machen, weil ich ja die Flossen gefunden habe. Und wünsche mir Glück. Ich werde jetzt springen. Bis dann. Schneller! Komm nach oben lang. Muss eh wieder geflogen. Ja, kann ich auch dann machen. Hier ist die erste Kiste. Einfach looten, gar nicht gucken, was drin ist. Okay, ich muss jetzt hochschwimmen. Oh mein Gott. Oh, geschafft. Doch, das ist ja das Wichtige. Oh, ich glaube, wir hatten ein bisschen Pech. Ja, auch. Auf der anderen Seite gibt es noch eine Kiste. Ein Ball drin gewesen. Oh. Fast gestorben. Das sieht wirklich knapp so aus. Wir haben Purple Mucos. Okay, das ist nicht interessant. Wir haben ihn. Schon wieder den Ball. Oh, der ist unnötig.
Geil. Und wir haben das hier. Also Atemrohr, das ist unnötig. Ja. Dann haben wir. Achso, nee, das ist was anderes. Ja. Na gut. Ja. Das war's leider. Also war jetzt nicht so ergiebig. Wir werden jetzt zurücklaufen, ne? Ja. Und warten, bis hier der Tag wieder vorbei ist und die Nacht anfängt. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Bis dann. Oh, da ist ein Goblin-Typ. Ein Goblin. Goblin-Armee könnte bald kommen. Das wird cool. Tattered Cloth, 2 Stück. Naja, wir sehen uns dann gleich, wenn es wieder Nacht ist. Bis dann. Ein Wunder, dass du dich einziehst. So, da sind wir wieder. Hier ist übrigens unser schönes Haus mit Kaktusrückwand, wo wir unseren Spawn gesetzt haben. Der Typ ist hier übrigens eingezogen. Fand er wohl sehr schön. Finden wir natürlich auch sehr schön. Wir haben uns hier ein bisschen Spielfläche gemacht und jetzt würde ich sagen, beschwöre ich den direkt, ne? Wollen wir? Genau. Ich bin bereit, ja. Aber die Hände auch, wollen wir jetzt erst die Hände angreifen oder? Na. Würde ich glaube ich nicht so machen. Einfach direkt angreifen oder wie? Ja. So, ich glaube mit Fallen kommt man hier etwas besser voran. Das ist nicht so schlecht. Ich glaube, das wird nicht allzu schwer. Ich glaube, es wird nicht allzu einfach. Ich muss schon meine erste Potion nehmen. Ich schaff's den Händen auszureichen. Ja. Oh, ein Stern! Haben wir den Stern eben rein. Ja, ich muss eben was wegschmeißen. Gel. So mitten im Kampf. Lalala. Oh! Guck, aber jetzt schon fast die Hälfte den verloren. Ja, stimmt, das könnten wir wohl schaffen, wenn wir weiterhin so gut sind. So toll. Aber wenn du weiterhin triffst. Nein, ich hatte den Regenschirm ausgewählt. Mini-Shark wäre richtig geil hier. Wenn du noch 1000 jetzt oh, und jetzt bin ich gleich tot. Noch nicht. Ich muss jetzt, genau jetzt, muss ich meine Potion nehmen. Oh, da hatte ich richtig Glück. Ah, der hat nur noch 1300. Lass uns mal aufteilen, dass einer rechts bleibt und also jetzt gleich zu links und dann gehe ich gleich. Okay. Er hat gleich nur noch 1000. Ich hätte meine Potions gar nicht in der oberen Reihe drin. Hier, frisch Schneebälle. Hätte ich mal auswählen sollen, Potions, ich bin gerade erst gestorben. Ich glaube, man kann auch Q drücken für Potions, oder? Muss sein, könnte sein. Aber ich glaube, wir müssen trotzdem in der oberen Reihe haben. 200! 200! Jawohl, den haben 100. Wir! Schwert, Schwert, Laser, Schwert! Jawohl! Jawohl! Nice! Was haben wir bekommen? Ich habe nichts bekommen, nicht, du? Ich glaube, du hast alles bekommen. Ne, ich habe nichts, mein Inventar war ja voll. Goldcoins nur. Na, der droppt ja auch nichts Besonderes, soweit ich weiß. Das Geile ist ja das, was in Dungeon auf uns wartet. Und hier der Stern. Der Stern. Wie viele Sterne hast du jetzt? Pi. Ich habe 2. Ich mach mal hier eine Kiste. So, jetzt habe ich alles reingepackt von mir, aber ich will natürlich noch ein paar Sachen behalten. Zum Beispiel ihn. Wollen wir gleich. Hast du deine Piggy Bank dabei? Ja. Dann packen wir da gleich einfach alles Wertvolles schon mal rein und gehen in den Dungeon rein. Ja, machen wir. Wir machen mal eben hier ein bisschen Ordnung und dann gehen wir in den Dungeon. Bis gleich. Und da sind wir wieder. Wir haben ein bisschen Ordnung gemacht. Und jetzt gehen wir hier, ich schlucke eben die Potion. Wir gehen hier jetzt in den Dungeon rein. So, mal eben. Wir töten aber mal, wir nehmen mal alle Bücher mit. Kann ja sein, dass wir den Zauber dabei haben. Auch so, ich würde auch so Deko-Zeug und so alles. Nimm ruhig alles mit hier. Wall-Skelett. Weil wir können ruhig ein bisschen Deko und so gebrauchen. Au. Auch die Lampe hier.
Ich hab grad hier. Unten. Oh, nice! Alter, das sieht voll geil aus. Ich will das auch haben. Das ist. Das kannst du haben, das ist aber nicht. Ey, hier ist schon eine Kiste. Es gibt mittlerweile richtig viele verschlossene Kisten. Die müssen. Da brauchen wir dann einen Key für. Den müssen wir erstmal finden. Es gibt ganz. Es gibt, glaube ich, jetzt. Das ist jetzt 5 oder 6 verschiedene Kisten, die es gibt. Echt? Hier ist noch ein Bild. Ja, irgendwie stehen die ganze Zeit in der Luft. Oh, hier ist auch noch eine Kiste. Einmal den Stab wieder auswählen. Das Buch ist nicht so gut. Ich glaube, es ist besser. Au! Das Teil habe ich gar nicht gesehen. Oh, ich bin so schlecht, ey. Oh, nee. Ja, jetzt kommt die Goblin Army. Okay. Wenn wir rausgehen, das ist Osten, das ist hier. Ja. Dann lass mal hingehen. Mann, die können aber auch nerven, ne? Und nur dann. Dann machen wir jetzt zuerst die Goblin Army. Wird das hier ein etwas längerer Part? Waren wir nämlich im Dschungel, Goblin Army und Dungeon. Werdet ihr bestimmt viel Spaß beim Zusehen haben. Oh, was war das? Wir gehen auf jeden Fall mal hier hin. Komplett raus. Oh, ich bin so langsam. Und da ist schon wieder so ein Goblin-Macker. Es war so klar, ne? Osten ist rechts, aber wo sind die? Kommen die zu unserem Haus? Ah, hier, jetzt sind sie da. Dann können wir hier auf dem Schlachtfeld spielen. Das ist doch schön. Was können die nochmal droppen? Keine Ahnung. Die können ja so ein paar coole Sachen geben. So, ich sehe keine Goblin-Armee. Gar nicht. Ja, sie dürfen ja nicht an unserem Haus kommen, sie müssen ja an unseren Spawnpoint kommen. Ja, eigentlich schon. Warten wir einfach mal. Vielleicht kommen sie ja zu unserem Hauptspawn. Stell dich mal in meinen Schirm, es wird sonst zu warm und kriegst einen Sonnenbrand. Stimmt, danke. Auf jeden Fall sind sie hier nicht. Wollen wir zu unserem Spawn rennen? Lass mal kurz nach rechts gucken. Ja, die also sind da 100 Pro. Wir suchen mal eben, wir sehen uns dann gleich. Sind da die Goblins? So, hier haben wir Goblin-Musik. Beziehungsweise Boss-Musik und hier sind Goblins. Sind also doch am Spawn von einem, am Original-Spawn. Und hast du eine Aufnahme schon? Ja. Ich bin aber immer so doof, die Bogenschützen, ich find's eigentlich. Ich glaube, ich wechsle mal auf ihn hier. Es wird aber, glaube ich, nicht ganz so einfach. Okay. Unsere NPCs werden es wahrscheinlich sowieso verrecken. Können die Tom jetzt die Türen aufmachen? Ja. Achso, dann ist ja nicht so schlimm. Ich glaube, das Nervigste wird sein, dass die ja auch schon in die Höhlen reingefallen sind. Und dann in den Höhlen, das ist ja natürlich doof, dann müssen die ja alle suchen. Ah, ist gut, dass ich hier überall Feuer hingestellt habe, weil da haben wir erhöhte Lebensregeneration, oder? Ja. Aber eigentlich ist das nicht so schwer. Nein, ich war gerade fast tot. Diese scheiß Bogenschützen. Die können spitze Bälle liegen lassen. Das sind so Dinger, die wirfst auf den Boden und dann wenn du reinläufst. Ah, die hat noch irgendwas Gutes. So. Alle schön sterben hier. Also, so viel sind das hier bei mir gerade gar nicht. Nee, aber das dauert eben jetzt noch eine Minute oder zwei oder drei. Kann auch sein, dass die Armee relativ klein ist.
So, stirbt. Bin mal ein bisschen hier im Tunnelsystem. Ja, da sind auch noch ordentlich welche. Na, nicht wirklich. Nee, aber hier oben jetzt noch einzelne. Betet, ne? Oh, Magier. Ich glaube, wir bringen einfach nur Geld. Ne, man kann die Zauberbücher von den Magiern bekommen. Ist das nicht Wörterbücher? Oder? Weiß ich nicht. Irgendwas Gutes haben die immer gedroppt. Ah ne, ich glaube so Gunparts. Nee, war das nicht so? Konnte man nicht. Na, werden wir ja sehen. Man konnte ein Safe kaufen, glaube ich. Ne, man konnte irgendwas kaufen oder sowas. Eine Harpune, ja. Harpune? Na, ne, das war nicht so ein toller Drop. Ja, aber mir kann die nicht fallen lassen, ich hab's noch. Wo willst du das wissen? Kommt mal her, ihr Goblins. So. Unsere ganzen NPCs sind wahrscheinlich draufgegangen. Ne, hier die Heilerin, die Krankenschwester lebt noch. Die hat sich wahrscheinlich die ganze Zeit selbst geheilt. Wo bist du? Ich bin gerade hier. Wir brauchen endlich den Menschen. Ich bin auch fast tot, fällt mir gerade auf. Vielleicht gehe ich ein bisschen zu aggressiv hier an die Dinger ran. Oh, Schütze. So. So, von da längs kommen auch noch ganz viele, hallo! Gott. Können sie ja zumindest was Vernünftiges fallen lassen. Ja, dafür, dass die uns da jetzt unterbrochen haben. Oh. Und wir könnten ein bisschen... Wir sortieren ein bisschen eins und schmutzen. Wir müssen aber noch irgendwann das ganze Zeug da aus der Kiste mitholen, was ein bisschen was wert ist. Mhm. Einfach in die Piggybank packen. Gleich tot, noch ein Leben. Kannst du Krankenschwester gehen? Stimmt. Nurse, Hilfe! Danke. Ich könnte jetzt natürlich auch mal einfach das Buch ausprobieren. Mach doch mal. Ja, das ist ganz cool, aber irgendwie. Oh,
auch nur. Na, wir werden ja noch coolere Bücher bekommen. Ist eben cool, dass das so durch alles durchgeht, ne? Das ist nicht abgeblockt. Mhm. Dann kann man so in so einen kleinen Raum schießen und dann wird das Viech schon fünfmal getroffen. Ah, oh, das dauert so lange. Wir machen mal eben Cut und sehen uns dann gleich wieder. So, ja, wir haben sie besiegt. Jetzt noch die letzten Goblins hier raushauen und dann haben wir's. Ich glaube, wir gehen rüber, packen das alles in eine Piggybank. Und dann gehen wir wieder in Dungeon. Zurück. Da, wo, was wir ja eigentlich heute machen wollten. Das wollen wir jetzt natürlich nicht weglassen. Mensch, der Guide ist gestorben, ich wollte ihn doch was fragen. Der Guide ist doch da. Ach, der lebt ja. Irgendwo ist hier anscheinend noch ein Goblin. Das kann natürlich sein. Aber ich sehe keinen. Hallo? Musik? Huh. Nope. Ich sehe keinen. Also ist hier auch keiner. Lass es einfach jetzt Musik. Weißt du, was bestimmt cool ist? Dann? Ja. Wir brauchen noch das Zimmer für den letzten Menschen. Wir müssen das da hinten dann so machen, dass da niemand einzieht. So, ich guck noch mal ganz weit links, aber hier ist nix. Ah. Kann die Musik jetzt mal aufhören? Guck noch mal rechts. Nope. Nee. Das ist schon wieder der falsche Knopf. Hallo? Goblins? Das kann nicht sein, irgendwo muss hier noch was sein. Nee, er will sich nicht sehen lassen. Wenn wir weit genug weggehen, finden wir vielleicht noch rein. Hallo? Wollen wir nicht zurück, wollen wir nicht zurücklaufen und gucken, dass da Musik muss ja. Ja. Wir laufen wieder zurück. Ach ne, ich muss noch ein paar Sachen in die Kiste sortieren. Also, wir laufen gleich wieder zurück und ja, wir sehen uns dann. Bis gleich. Und wir sind wieder da. Weiter geht's mit Terraria. So. Der Grantebart ist wieder auf dem Server angekommen. Wir werden jetzt hier schön reingehen. In den Lachs hier. Hier ist eine Kiste. Und ja. Nicht stehen bleiben, weiter. So. Unten gibt's die ganzen Schlüssel. Hi. Hallo. Ich wollte nur mal anmerken, dass es eigentlich ein öffentlicher TS ist, ne? Also kann eigentlich jederzeit einer rein. Eigentlich. Ist mir Wayne. Ja, kommt hier auch keiner rein. Bis jetzt war's immer leer. Hi. Oh. Ach du Scheiße, geh weg! Oh. Lol, wie hier erstmal eine Wand ist. Ich glaube, ich muss gleich erstmal mein ganzes Inventar hier leer machen, damit ich da ein bisschen was. Kannst du überall Quickstack drauf machen? Wir haben alles schon sortiert. Ja. So, komm, gebt uns goldene Schlüssel.
können auch aus den Knochen dann Rüstung machen, ne? Ich hab die Voodoo-Puppe vom Klo-Spiel. Und so, vom Klamottenmensch. Ich weiß noch nicht, was man die Voodoo-Puppe von ihm braucht. Habt ihr denn schon irgendwas zum Fliegen so? Oder habt ihr das noch nicht? Nee. Ich hab nur was zum Springen. Und dann seid ihr ja gar nicht mal so weit. Doch. Geht ja zum. Wir kriegen ja jetzt alles. Habt ihr denn schon eine gescheite Rüstung? Ich hab den Mechaniker gefunden. Wir haben die Dingens. Die Dingens? Die mit dem Zeug, ne? Das man ja, vom Wurm bekommt. Okay, ja, mit dem Switch und so. Oh, du hast die Frau gefunden. Jetzt ist sie tot. Macht nix. Oh, ich hab einen goldenen Schlüssel. Mach die Tour auf. Ich glaub, da müsste ein Mugamata oder so. Problem ist, dass ich auch irgendwann tot bin. Und das ist ziemlich gleich. Nein, ziemlich gleich? So ziemlich gleich jetzt so? Komm mal hier. Wo ist hier eine Truhe? Nach oben. Wie viel Mana habt ihr denn schon? Immer noch 20. Ich hab jetzt 30. Ich meine 40. Ich hab 30 und ein Band ist von ganz 40. Ich hab jetzt einfach alles mitgenommen, was ich mitnehmen kann. Und jetzt mache ich euch mal auf den Weg Guardian zu euch. Guardian Kobalt Shield. Cheater. Sag mal, was ist das? Was bringt das? Das macht Knockback weg. So, an den Schrägen war Cloud in der Bottle voll rum, ne? Nee. Doch. Nope, du buggst einfach rum. Kann auch sein. Jetzt bleib doch mal ein bisschen hier. Wir müssen das langsam erkunden. Ja, die kommen hier die ganze Zeit immer da. Ich hab jetzt gleich schon wieder ein Mana-Dings zusammen. Ich hab jetzt schon auf dem Weg so 4-5 Sterne gefunden. Oh, ich hab wieder einen goldenen Schlüssel. Oh, wieder nicht kann. Hier die Statue nehmen wir mit, ne? Moment. Ich hol mir die oben die Kiste. Wie gesagt, was soll er nehmen? Vielleicht sollten wir zusammenbleiben. Komm mal mit. Alter, seid ihr weit weg, ey. Ja, lauf nicht weg. Oh mein Gott, ich bin so gut wie tot. Aber auch. Oh, da sind ja Stacheln auf dem Boden. Hast du einen Schlüssel? Ich hab irgendwas daraus bekommen. Irgendeinen Stab. Ist mir jetzt gerade ziemlich egal. Wir müssen uns hier mal eben ein bisschen verschanzen. Ich guck mal eben. Beschütz mich mal. Ja, ich versuch das. Da greif dich immer an. Magical Missile. Lauf weg! Nee. Da hinter der Wand. Ja, ich weiß. Oh shit. Oh shit. Da kommt drauf. Geil. Geil von links. Ja. Ich hab noch 9. Okay, er ist tot. Hier. Ich hab leider keinen weiteren Schlüssel. Ich hätte gern große Healing Potions, aber ich hab keine. Hier. Ich hab gar keine Healing Potions. Ich glaube, ich werde da nicht lange überleben hier. Scheiße. Das muss ich nicht leben. Ich hab dir gerade einen Healing Potion rübergeworfen, ne? Danke, aber ich hab gerade eben erst eine kleine geschluckt. Okay, da geht's wohl nirgendwo hin. So. Oh, da ist eine Kiste. Okay, dann wissen wir, hier sind zwei weitere. Ist da sonst noch was? Geben diese dicken Mother Slimes nicht eigentlich immer einen Schlüssel ab? So? Ja, aber so einen hatten wir gerade noch nicht. Hier geht's nur nach oben und dann hört's auf. Was habt ihr eigentlich für Waffen? Dann lass mal weiter zurück.
Ich habe Walks of Night und Bleibogen, so ein Eisboomerang, Ruby Stuff, Magic Missile, Schneeballkanone. Hört schon. Oh, hier sind zwei Slimes. Ich habe ein bisschen die Übersicht verloren. Getötet. Muramasa. Jetzt gekommen. Das ist Muramasa. Echt? Ja. Ich sterbe. Verdammt. Ich bin gleich da. Hier. Jetzt gerade in der Wüste. Habt ihr euch da in der Wüste runtergebuddelt oder wart ihr weiter? Nee, wir sind auch weiter. Ach, ihr habt da einen neuen Spot gesetzt. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ich werde so hart sterben. Nee, warte, kurz auf mich. Ja, mach ich auch. Hi, soll ich da auch meinen neuen Spawn setzen? Ja, mach mal. Ich hab noch 6 Leben, noch 4 Leben, noch 3 Leben. Oh, ich werde an Vergiftung sterben. Oh, ich bin tot. Wartet mal. Ja, wir warten auf dich. Oh, das ist echt schwer. Ja, schon 220 HP, ich hab 120. Ja, da wirst du es echt einfach haben. Ja. Aber wartet mal. Ich glaube, wir pausieren hier erstmal diese Folge. Und wir gehen dann gleich zu dritt da schön in den Dungeon rein. Also, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss. Tschö.